So, bin live. Was geht, meine aktiven Freunde? It's Brawl Stars Time. So, musst du meinen Stream gehen, Crazy Monty. So. Jo. Perfekt. Gleich mal Werbung. Moin. Tolly und eSports und Mac Hero Gamer. Only Brad, was geht? Willkommen im Stream. Grüße gehen raus an euch. Seid die Ersten. Lasst auf jeden Fall schon gern am Anfang einen Daumen nach oben da. Würde mich mega supporten, ihr wisst Bescheid. Und machen wir bei meinem zweiten die Benachrichtigungen aus. Falls mein erstes Handy leer geht, dass wenn ich umstecke, so. Mal schauen. Tolly wird gleich Mitglied, ey. Direkt zu Beginn einfach Mitglied geholt. Dankeschön. Kuss geht raus. Hi Evoli. Und ganz wichtig, Leute, einen Daumen nach oben da lassen, direkt am Anfang des Streams. Für den Support, wirklich irre. Und dann starten wir schon mal rein. Und zwar ist nächstes Wochenende schon das Finale. Deswegen punkten, Leute. Punkten, punkten, punkten. Also nicht mal. Also. Eine Woche, dann ist schon das Finale. Ziemlich genau eine Woche. Und ja, dann ist das 100-Euro-Finale. Boah, Zeit vergeht. Heftig. Und wir werden gleich direkt mit dem Testspiel beginnen. Dass ihr joinen könnt, erste Runde ist über Teamcode, also nicht anfragen. Also nicht anfragen. Joe, danke schön. Fragt an. Kann ich jetzt FL? Kriege ich jetzt FL? Patrick, du bist FL. Das kann nicht sein, dass du nicht der Fell bist. Da, hier, meine ID, frag mich an. Und dann nehme ich dich auch gerne an. Nur musst du den Brawl Stars Namen reinschreiben dafür. Achso, bist du. Na, hab ich dich angenommen jetzt. So, hallo, hallo, Big M, moin, willkommen im Stream. Wie viele Punkte man hat, kann ich vorlesen. Lese ich gleich vor. Und. So, Benachrichtigungen habe ich ausgeschalten. Muss nur kurz was schauen, Leute. Dabei könnt ihr gerne joinen. Big M. Also hier ist der Teamcode. Naja, habe ich. Okay, also eine Woche, Leute. Dann ist das Finale. By the way, ja, die Woche kommt meine Kredit, also der Code für meine Kreditkarte, meine neue. Also bis dahin, also bis dieses Finale aus ist, habe ich spätestens meine Kreditkarte schon und kann euch gleich direkt an die Karten geben. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, ich schaue jetzt über einen anderen Modus zu. Deswegen sehe ich das nicht so genau mit den Likes und so. Ist egal, dafür kann ich jedes Abo aufgrüßen und Ding. Ja, sehe ich alles direkt. Wann bekomme ich die 10 Euro schon? 1500 Aufrufe. Ich habe gesagt, meine Karte ist gesperrt. Ich kann niemandem irgendwas geben, leider. Erst die Woche. Im Laufe dieser Woche, die gerade kommt, kann ich euch das dann geben, alles. Und das habe ich schon so oft gesagt, dass ich mich sehr wiederhole. Tolly, Mitglied wird angezeigt. Ey, danke. Dann kriege ich Brawl Pass Plus, ja. Patrick, hast du nicht schon bekommen? Ne, das war Milan, der bekommen hat, okay. Ja, Milan, ja, passt. Ich habe dich ja auf der Liste, also eh stehen. Also von dem her, so. Also Map Hammer. Wir nehmen den Brawler. Ihr dürft euch zwischen den Brawlern. Ja, welche entscheiden wir uns? Zwischen Miko, zwischen Jackie und zwischen Spike entscheiden. Da bin ich gespannt. Spike, Miko, Jack, Spike, Miko und Jackie. Und wie viele Punkte hat BSBot 3? BSBot 3 hat schon zu viele Punkte.
Er ist einfach der beste Spieler überhaupt, meiner Meinung nach. Hier, also es freut mich, dass er bei meinem Turnier mitspielt und so. Wirklich Ehre. Er ist wirklich ein krasser Spieler. Schon. Okay, also wusste ich nicht. Okay, nice. Wie lange bist du live? Wer weiß? Machen wir einen Submarathon. Machen wir einen Submarathon. Ey, und ja, ich sehe gerade irgendwas Komisches. Auf einmal kommen zwei neue Abonnenten rein. Ja, zählt auch natürlich. Jedes neue Abonnent, was reinkommt, bekommt wieder einen Punkt auf die Liste. Also wird auf die Liste aufgeschrieben. Und diesmal gibt es 5x 10 € zu gewinnen. Das erhöhe ich immer um einen Zehner jeden Livestream, bis wir dann ein Finale haben. Also ihr habt dann immer gute Chancen dazu gewinnen. Und bitte ein Mod, so eine Nachricht schreiben, wie gestern. Es geht los, ich habe Mikko hoffentlich ausgewählt und Only Brad, ich bin Daily Live. Nur hin und wieder, wenn es sich halt nicht ausgeht, kann ich halt nicht immer live sein. Aber sonst normalerweise immer Daily. Normalerweise wirklich immer Daily, hin und wieder mal einmal die Woche oder zweimal, vielleicht nicht mit Pech. Na, sie haben Kühe bekommen, das ist wichtig. Mann, Lesi! Hau doch nicht ab! Lesi! Lesi! Ach genau, weil dieser Kid so ein Sniper ist. Kid, du wirst gebannt, ich sag's dir. Warum gehst du überhaupt auf mich? Warum gehen die überhaupt auf mich? Warum gehen alle auf mich? Habe ich irgendwas getan? Warum Shelly? Hä? Ach, Digga, so lost irgendwie. Aber was willst du machen? Ja, okay, dann durch diese Runde niemanden bannen. Es bekommt der den Punkt aufgeschrieben, der den Brawler genommen hat. Fertig. Scheinbar habt ihr es nicht gehört. Ich weiß nicht, dadurch, dass mehrere den falschen Brawler haben. Ich weiß nicht, wie lost ist das. Hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Tommy hat sie erhalten. Sky. Achso, nein, Tommy hat eine Mitgliedschaft an Sky verschenkt. Ey, Dankeschön. Oha. Jetzt ist Sky auch Mitglied. Er macht jeden zum Mitglied, der Tommy. Also, wer wird das Ding gewinnen? Ich weiß nicht. Wenn das nochmal vorkommt, muss ich halt bannen. Das steht fest. Zweimal darf das nicht vorkommen. Regeln sind nämlich Regeln. Das ist nicht ohne Grund da. Ey, hast zu viele Freunde. Dabei schon, aber das liegt auch daran, dass mir immer welche Anfragen schicken. Achso, nein, geht sogar. 188 kann ich, glaube ich, haben. Deswegen, wir schauen zu, wer das Ganze gewinnt. So, Big M, hier im Rage oder was? Naja. Also, beide haben den falschen Brawler. Beide können nicht mehr gewinnen. Obwohl, nein, Jackie habe ich so gesagt, ist erlaubt. Das heißt, Big M gewinnt. Jackie habe ich gesagt, ist erlaubt. Big M bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Darf nicht mehr nochmal vorkommen. Jetzt dürft ihr euch einen Brawler aussuchen. Danach kommt die neue Lobby. Jono ist offline. Schade. Big M Endmenü. Ja, machen wir gleich eine neue Lobby. Was soll's? Und Dankeschön fürs Abo, was reingekommen ist. Wenn du angezeigt wirst, kommst du auf die 5x10 € Gewinnspielliste. So, Inselinvasion. Mitglieder können gerne anfragen. Soll ich nochmal FA schicken? Du bist nicht in FL, oder was? Hä? Mhm, okay. Ja, hier ist der Teamcode. Sind nicht alle online? Sind heute weniger online? Nee. Mach heute wieder mit, wie viele Punkte habe ich, Janis?
Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. GG. 6 ist nicht schlecht. Also Lobby haben wir voll. Wir werden das jetzt so machen. Only Feng. Nur Feng darf man nehmen. Und ich bin nicht. Egal. Passt so. Also Only Feng. Wer Feng nicht nimmt, ist gebannt. Und Nick, wenn ich dich entbannen soll, mach ein Mortis-Emoji in den Chat dran. Nick, also wenn ich dich entbannen soll, bist du gebannt. Mortis-Emoji. Oder Pin, irgendwas in den Chat. Okay, kommt kein Mortis-Emoji, also soll ich ihn nicht entbannen. Ah, doch. Aber Nick, mach jetzt ein Frank-Emoji. Du kannst dich nur vom Bann zurückkaufen für einen Fünfer. Das habe ich nämlich gesagt, weil wer zu oft bei mir gebannt ist, den schenke ich kein Endbann. Dann ein Frank-Emoji, wenn du das machst. Ansonsten muss ich dich entbannt bleiben. Ja, Nick, ist so. Okay. Ist egal, du kannst auch Mitglied verschenken, alles machen. Aber wer zu oft gebannt ist, Leute, wirklich, da hilft dann auch kein Entschuldigen mehr. Am ersten Mal, okay, entschuldigen. Zweiten Mal lass ich es auch durchgehen. Aber Nick ist halt ein Kandidat, ich weiß nicht. Zu oft. Da geht sich nichts anderes auch. Auch wenn man in der Bannliste ist. Das ist genau dasselbe. Einmal kann man sich entschuldigen, aber öfters nicht. Dann muss ich wieder zu YouTube Studio gehen. Einstellung. Also nehmt allen Brawler Fang. Kanal ansehen. Ja. YouTube Studio. Du bist jetzt wieder YouTube-Partner. Ja, jetzt starten. Ah, okay. Ja, okay. Okay, dann muss ich noch was einstellen wieder. Von neu, aber das passt eh. Boah, muss auf Community schauen. Und wir starten schon in der Bannliste. Ein BC Nick, oder? Wie heißt du da? Weil ich weiß es wirklich nicht. Da heißt einfach Crazy Monty ist verrotzt. In der Bannliste. Oder andere Namen auch. Die möchte ich gar nicht nennen. Crazy, man hat halt immer Hater. Das ist Next Level. Okay, ein Nick finde ich schwer. Ah, Nick findet man doch leichter als gedacht. So, dann sind wir wieder back. Nick ist entbannt und wir schauen wieder in die normale Stream-Ding rein. Let's go. Ey Leute, an alle, die neu sind im Stream, direkt ein Like da lassen. Wirklich wichtig, dass ich auch angezeigt werde. Hi Monte Bro. Aber Nick, nicht vergessen, der Fünfer muss stehen. Sonst gibt es wieder den Bann. Hab kein Fang. Okay, dann, wenn ihr. Also, ihr dürft euch einen Brawler zwischen Fang und. Penny aussuchen. Zwischen Fang und Penny dürft ihr euch einen Brawler aussuchen. Let's go. Monty, was geht ab, Tommy? FA, FA, wie heißt du? Wie heißt du? Ich weiß nicht. Du schreibst mit Tommy ran und dann, wo soll ich wissen, wie du heißt im Brawl Stars? Das ist. Nick, Digga, das geht nicht. Was für 5 Euro vom Turnier abziehen? Du gewinnst ja eh nicht und bis dahin, bis das nächste Turnier ist, eine Woche, die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist so gering und dann, bis dahin ist es dann wieder vergessen. Das geht nicht, leider. Muss kommen. Gabe, moin Monty, moin Dynamo, was geht? Ach, willkommen im Stream. Was für gering. Gewinne fast immer, eigentlich nie. Eigentlich nie.
Nick, also nicht böse gemeint, aber wann hast du zuletzt gewonnen? Das ist schon lang her. Alle gegen alle, ja, alle gegen alle ist der Modus. Wer nimmt Bali? Bali, lass dich killen, sonst bist du bannt. Digga, wer nimmt Bali? Ich hab gesagt. Nick, warum nimmst du immer die falschen Brawler? Digga, und dann killt er mich unnötig. Ja, dann muss ich dich wieder bannen, Nick. Nick, jetzt 5 € du bist gebannt. Nimmst wieder einen falschen Brawler. So unnötig. Und dann lass du dich nicht mehr killen. Kann ich dann auch nicht mehr weiterhelfen. Ich gebe dir genau noch. Leute, wie viel Zeit soll ich Nick noch geben? Hab keine Penny, deswegen Bali. Was, du hast keine Penny? Dann darfst du nicht mitspielen, wenn du keine Penny hast. Gar nicht. Tommy, was, wie heißt du jetzt? Er ist ja Gabe. Okay. Showdown. Zwischen Lazy und Dings ist schon. Ninja. Ninja. Lazy. Come on, come on. Do it again. Bann, das geht so nicht. Okay, naja, stimmt eh. Nick, also da muss ich dich wieder entba also wieder bannen. Das ist crazy. Das ist. Drück ich schon ein Auge zu und dann machst du wieder sowas. Wie kann man keine Penny haben? Dann darfst du nicht mitspielen, wenn du nicht mal solche Brawler hast. Wie viele Chancen noch? Ja, ey. Tommy, Ausrufezeichen Discord, dann kommt. Lese ihr vierter Punkt. GG, freut mich, dass ich so sofort sehe in der Liste. Er spielt mit Dings-Account mit. Hat wirklich keine Penny. Ja, und darfst du nicht mitspielen mit seinem Account? Was spielst du auch mit seinem Account mit, wo du gar keine Brawler hast? Du hast gar keine Brawler, kannst du nicht mitspielen. Darfst du nie und nimmer ready machen? Schreib doch in den Chat rein oder so. Nee, Nick, das dauert zu lang. Hast du Werbung drin? Ja, Moritz, habe ich. Wo meinst du Werbung drinnen? Ist ihm nur Copyright Sound, Werbung oder was? Sollte passen eigentlich. Nur am Anfang ist Werbung, oder? Ich muss wieder YouTube Premium holen. Aber im Stream habe ich Werbung drin, ja. Abgeschrieben. Nee, du hast nur diesen Stream Zeit und da auch nur eine gewisse Zeit. Wenn es nicht ist, dann bleibst du banned. Da machen wir nichts Turnier, du ziehst irgendwas ab oder so. Weil dann darfst du nicht mehr im Turnier antreten. Fertig. Ja, war ich schon zweite Lobby. Nee, war nicht. Also zweite Runde in der Lobby, nee. Also jetzt dürft ihr euch allen Brawler zwischen El Primo, Mortis und B aussuchen. El Primo, Mortis und B dürft ihr euch aussuchen auf dieser Map. Und an Nick. Also, wenn du die falschen Brawler hast, einfach verlassen. Fertig, hast du Pech gehabt. Wer die falschen Brawler nimmt, ist bann. Fertig. Wenn ihr sie nicht habt, verlassen. Ich nehme eh hin und wieder eh leichter. Also. Kannst du so eine Taste drücken, wo alle Werbung einmal bekommen? Bitte. Ich kann die Werbung abschalten für den Stream. Nervt euch die Werbung im Stream, weil ich schaue meinen Stream nebenbei auch selber und da sehe ich halt keine Werbung. Aber ich kann es runterdrehen ordentlich. Es ist auf normal eingestellt, nicht hoch, nicht niedrig, einfach gar nichts. Okay, Leute, machen wir es so. Sobald wir die 20 Likes auf dem Stream erreicht haben, werde ich die Werbung ausschalten für den Stream. Also ziemlich komplett auf runterdrehen, sodass sie vielleicht einmal in einer halben Stunde oder so kommt maximal. Oder noch weniger. Wenn wir die 20 Likes auf dem Stream haben. Dann mache ich's. Let's go. Ja. Wegen Opera, okay. Kick Nick aus der Lobby.
Ja, Nick, du hast nach der Runde Zeit. 5 Minuten, ansonsten bist du banned. Sagen auch die aus der Ding, aus dem Chat. Boah. Merkst du, Gamer, warum nimmst du einen falschen Brawler? Anmerkung, Gamer, killen lassen, ganz wichtig. Sonst bist du banned oder Punkte werden abgezogen, wenn du viele hast. Deswegen killen lassen. Passt, wichtig. Verstehe ich, warum nimmt man überhaupt die falschen Brawler? Nick, es gibt kein Teamen. Du hast 5 Minuten Zeit. Ich sag's dir so, wie es ist. Da gibt's nichts mit Abzogen oder irgendwas. Digga, alle El Primos haben nur die Ult auf mich und dann stirbt der Mortis schon. So schlecht hat Mortis Chancen gegen El Primos. Das ist heftig. Da hat man überhaupt keine Chance. Also, wie gesagt, sobald wir die 20 Likes haben, stelle ich die Werbung runter. 15 Likes haben wir. Das heißt, 5 Likes noch auf dem Stream und die Werbung wird runtergesetzt. Komplett runter. So auf dem niedrigsten Punkt Stufe, die es gibt. Ja, Schlitz, das kann ich machen. Das kann ich machen, stimmt. Was kommt danach? Mitglieder oder Zuschauer? Mitglieder kommt danach. Mitglieder, ja. Nee, ich meine, wenn Monte liest letzte Nachricht. Es gibt keine letzte Nachricht von dir. Und Spaghetti wird schwarzes Chrome-Mitglied. Ey, Dankeschön. Nick, es geht einfach um die Strafe, verstehst du? Mich jucken die 5 Euro ziemlich sehr wie gar nichts. Aber die Menge macht den Support. Und die Strafe muss halt trotzdem sein für dich. Weil ich weiß genau, dir tut so sehr weh, dass du dann aufhörst, irgendwelchen Blödsinn zu machen, dass du gebannt wirst. Verstehst du? Deswegen muss ich das so machen. 3 Minuten hast noch. Sowas. Deine Chance, Nick. Solltest dich lieber beeilen. Sonst ist der Bann. Ich war aber immer aktiv, das juckt mich nicht. Wenn du aktiv, also wenn jemand aktiv ist, Zuschauer, Dings, dann ist das mega, freut mich sehr. Aber wenn man aktiv ist und dann gefühlt die ganze Zeit nur Blödsinn macht, gebannt wird, irgendwelche Scheiße schreibt, Beleidigung oder so, dann juckt mich das die Bohne. Dann Abfahrt. So, also wir machen jetzt, also Punkt wird aufgeschrieben und schon ran. Sein erster Punkt, glaube ich. Dann bekommt Dings die Mitgliederlobby dran. Habe ich schon, ja, okay. Begin, Giannis, Dynamo, Snake, Patrick und dann können wir schon wechseln zu Showdown. Danach kommt wieder eh die Zuschauerrunde. Also Lobby. Um was geht es? Mach Würfel, nein, Digga, ich mach keine Würfel. Da entscheidet kein Glück. Habe letzte Runde aus Versehen Fang genommen. Ja, passt, Merco Gamer. So gehört's. Wenn man schon einen falschen Brawler nimmt. Hier ist der Teamcode zum Joinen. Also, Leute, wie gesagt,
Also mich freut sehr, wenn aktive Zuschauer und so alles dabei sind. Auch Nick, wenn du aktiv bist, supportest, alles ist mega. Aber wenn du aktiv bist und das als Grund nimmst dafür, dass du Scheiße baust die ganze Zeit, dann ist das unerwünscht. Mach Minigames. Okay, das heißt Minigames. Big Game will Minigames machen. Machen wir auch. Also, Big Game. Beginnen wir. Und danach machen wir Zuschauerlobby Big Game. Und dann machen wir die anderen Minigames durch. Dann wieder Showdown, so dass das halt passt. Und ich werde allerdings statt. B. Ember nehmen. Let's go. Wie funktioniert das? Jeder von euch nimmt einen Brawler. Barley darf niemanden anhitten, niemanden können keine Gadgets machen. Kisten gehören mir. Und der Gewinner, der am längsten überlebt, bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Also, während von dem hast du, wie lange hat es gedauert, dass sich YouTube zurückgemeldet hat? Kommt immer drauf an. YouTube hat sich letztens bei mir nach 2, 3 Stunden oder so zurückgemeldet. Ja, na, ja, 3 Stunden, 3,5. So lange hat es gedauert wegen der zweiten Monetarisierung, weil ich habe es kurz verloren gehabt. Keine Ahnung warum. Irgendeine Fehlerprüfung. Dann habe ich mich gemeldet bei YouTube mit so einem Video, Einspruchsvideo. Da haben sie sich nach 3,5 Stunden zurückgemeldet und da hatte ich die Monetarisierung wieder. Also direkt nach Livestream habe ich das gemacht. Lazy. Leider muss ich Lazy killen, weil sie AFK steht. Ich kann es nicht erlauben, wenn sie dann ihr Bot spielt. So, es geht los. Ich bin gespannt, was Ember kann. Ember kann ziemlich genau in die Ecken schießen, ja? Aha. Da haben wir ein paar. Warten wir, bis wieder aufgefüllt ist. Oha. Wie lange braucht das von Ember, dass wieder aufgefüllt ist? Das ist heftig. Aha! Big Game hat es knapp erwischt, leider. Oh, Nick auch. Das heißt, dort oben haben wir ein paar. Da schießen wir random rein. Zwei sind noch übrig. Das heißt. Gezündet, Mann. Passiert nichts. War klar. Wasser. Und wie lange hatte die erste gedauert? Die erste, das weiß ich nicht. Wirklich, das weiß ich nicht. Also, da kann ich da wirklich gar nichts sagen. Das weiß ich gar nicht. Gar nicht. Aber normalerweise länger wie 2 Wochen darf es nicht sein, maximal. Also wirklich Monetarisierung. Ich weiß nicht, machst du es bei dir auch? Monte kann jetzt B. Kann ich jetzt B? Okay, Big Game. Big Game ist die B, ich spiele selber mit. Trotzdem bekommt der Gewinner einen Punkt aufgeschrieben. Und wir werden das so machen, dass Patrick. Hat Patrick schon gepunktet bei mir im Turnier? Nein. Patrick bekommt einen Punkt. GG und Patrick. Doch, er hat einmal gepunktet. Zweiter Punkt. Och, Digga. Gar nicht gesehen. Lul. So, Monty. Ey Leute, soll ich für euch einfach in den Stream eine Werbung droppen? Ich will schauen, ob das jetzt das so einfach geht. Und zwar Anzeige einfügen. Anzeige eingefügt. Habt ihr jetzt alle in Werbung? Ja, jetzt habt ihr alle in Werbung. Jetzt könnt ihr nicht reinschauen. Oder? Außer die Anti-Werbung haben. Hab Adblocker, nö. Nein. Hab keine Werbung. Habt ihr YouTube Premium oder irgendwas anderes? Ne, bei mir nicht. Anzeige einfügen. Aktiviere die Monetarisierung. Was? Ist mein Stream nicht monetarisiert oder was? Doch. So, jetzt habe ich einen Countdown, dass in 10 Minuten eine Werbung kommt. Digga, kann ich den wieder löschen? Ja, okay. Das brauche ich nicht. Wirklich, kommt bei euch keine Werbung? Anzeige einfügen. Anzeige eingefügt. Ja, dann ist mir wurscht, ihr prankt mich. Vielleicht prankt ihr mich, vielleicht nicht, aber. Was will man da machen?
So, bin wieder im Stream back im Chat. So, Monte 1 vs 1 um 10 Euro nicht. Nee, Nick, du hast deine Chance gleich vertan. Wenn du dich nicht beeilst, dann war's das, dann ist permanenter Bann. Und dann gibt's keinen Einkauf zum Endbann oder so. Das war nämlich jetzt der Fall. Okay. Big M ist die B. Boah, ich habe gar kein Speed Gear. Geil. Was? Man schießt? Ja, Nick! Ja! Geil! Und Chad ist erwischt. Ich finde das so geil, ich bin ehrlich. Wichtig. Chad ist einfach erwischt. Mit der Ulti crazy. Dun, 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 dun. Da haben wir schon mal. Boah, jetzt habe ich 3 Cubes und stirb an 10.800er Schaden. Weil ich genau die Ult erwischt. Geil. Monte FA annehmen. Ich weiß nicht, Tommy, wie du heißt im Brawl Stars. Du musst sagen, wie du im Brawl Stars heißt. Ich kann da schwer was machen, wenn ich nicht weiß, wie du heißt. Tommy. Du musst den Brawl Stars Namen reinschauen. Und am besten so, dass ich sehe. Gabe, okay. Werde ich schauen. Werde ich schauen. Benjamin Eckert, was geht? So, Nick, eine Minute mehr gebe ich dir nicht, wenn du nach der Runde, so wie die Runde aus ist, und ich den Gewinn aufgeschrieben habe, ist permanenter Bann. Also Nick, jetzt oder nie, ansonsten bekommst du den Punkt nicht und der Bann bleibt bestehen. Hast du meinen Punkt aufgeschrieben? Bin schon dran. Ja, habe ich. Real Panucci. Ob das der echte Panucci ist? Ja, wer weiß. Okay Leute, was soll ich jetzt mit Nick tun? Ich kann ihn jetzt nur noch bannen. Er hat seine Chance vergeben. Okay, neue Lobby lasse ich noch. Wenn nicht, ist das jetzt da ziemlich an traurig für ihn. Egal, wir haben die zweite Runde. Jetzt kommt die Zuschauerlobby. Könnt ihr über den Teamcode joinen, B-Game. Und ja, hier zeige ich euch den Teamcode. Könnt ihr jetzt joinen. Bann ihn endlich bitte. Okay, dann Nick, du bist banned, so wie die Lobby voll ist. Bist du weg vom Fenster und naja, Chancen kann ich nicht geben. Nick ist drinnen, das heißt, Nick ist banned. Werde in diesem Stream. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber das ist deine letzte Chance. Ansonsten bist du wirklich weg und gebannt, Nick. Punkte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, mir die Punkte aufzuschreiben. Okay. Also, Brawler. Also ich bin die B wieder, also Big M, du hast den Job nicht schlecht gemacht, aber ich bin sogar Mandy, ich habe Bock Mandy zu spielen. Oh mein Gott, wie wird es Mandy sein? Trotzdem, jeder von euch nimmt einen Brawler Barley, niemand anhit, niemand kann keine Gadgets machen und die Cubes können mir am Anfang. Viel Glück an jeden, wer am längsten überlebt, hat gewonnen und Leute, an alle, die noch nicht abonniert haben im Stream, wenn ihr ein Abo da lässt, auf öffentlich seid, werdet im Stream angezeigt. Und dann wird euer Name aufgeschrieben und ihr habt die Chance, 5x 10 Euro zu gewinnen. Das mache ich für alle neuen Abonnenten. Ja, wirklich Ehre. Und lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da für den Stream Support. Darf man Speed gehen? Ja, darf man. Ist bestimmt seine 10. Chance. Wie lange live? Ja, eh länger ein bisschen. Aber trotzdem. Lange hast du nicht Zeit. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Stream warte. Na, es geht los. Mhm.
Im Ende ist aber auch nicht schlecht. Da ist aber jeder One-Shot. Plus ich habe eine Ulti, die auch nicht schlecht ist. Ey Leute, nehmen wir statt B Mandy. Also im Mandy fühle ich for real jetzt. Das ist crazy. Ja, Ulti ist halt special. Ey, was ist da los? Benji. Benji hat mehrere Gamer gekillt. Wie unnötig, dass der Bot spielt. Major Gamer, man, Beileid, wenn. Ach, ich weiß nicht. Benji, Punkt Abzug. Benji, wie viele Punkte hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benji bekommt für diese Aktion Punkt Abzug. Unnötig. Patrick ist weg. Das heißt, gewonnen hat der Schwarzmann. Das ist ein zweiter Punkt schon vom schwarzen Mann. GG. Ja, Merko, geh mal, Benji hat den Punkt Abzug bekommen. Mein Internet, das war so aus Versehen, tut mir leid. Ja, aber der Punkt muss halt leider trotzdem weg. Das darf einfach nicht passieren. Zweite Runde. Ich fühle den Brawler for real. Wirklich. Echt geil. Schildbrauch nicht. War nicht, weil ich jeden One-Shot kill. Das ist wirklich lärmend. Oha. Durchstoßen wäre auch einmal nicht schlecht, wenn ich einen Double Kill mache. Ah ja, F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A. Gabe nehmen wir an. Nice Ninja Dings. Was macht ihr? Warum schickt mir eine FA? Wer weiß, keine Ahnung. Ja, aber Big M, bitte schreib noch dazu, zu dieser Nachricht, schreib bitte noch dazu, alle neuen Abonnenten, die im Stream angezeigt werden, haben die Chance, 5x 10 € zu gewinnen. Schreib das noch rein, dann bin ich an, dann ist sehr gut die Nachricht. Danke. Und schreibt mal rein in den Chat, was haltet ihr von Mandy statt B? Ist auch heftig, oder? Ist schon nice. Kann ich gleich, ja, nächste Runde ist Mitgliederlobby. Wo versteckt ihr euch? Da unten in der rechten Ecke waren echt viele, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich Spaghetti. Du triffst alles. Ja, da war schon irgendwie. Aber jetzt verstecken sie sich alle. Ziemlich gut. Ah, Merkur gehen wir erwischt. Merkur, geh mal, schreib mir in den Chat rein, ob jemand bei dir in der Ecke war. Das würde mich interessieren. Drei sind noch übrig. Das ist blöd. Schreibt Merkur, geh mal rein oder nicht? Aber abonniert, Ben. Dankeschön, Grüßen raus an dich. Dann solltest du im Stream angezeigt werden, wenn du öffentlich bist. Und kannst auch beim Gewinnspiel mitmachen. Ja, mich bitte an. Ja, hab viele Mitglieder verschenkt. Ja, werde ich machen. Spaghetti. Hoffen, 100 € Giveaway, 100 € drauf. Ja, moin. Jomran 10 gewinnt wieder. GG. Wo habe ich den Jomran 10 jetzt aufgeschrieben? Ah, da. Nice.
Ey Leute, wir haben 10.222 Abonnenten, genau. Heftig. Was eine schöne Zahl. 10.222. Sieht echt nice aus. Danke, danke. Und eigentlich, das ist eigentlich so viel, aber es wird nicht angezeigt, weil es zwei Accounts sind vielleicht. Ich weiß nicht. Abonnenten, die auf öffentlich sind, werden normal angezeigt. Also zwei Accounts, das zählt nicht. Also das ganz verknickt vergessen. Ich glaube nicht, dass das geht. So, jetzt machen wir eine neue Lobby. Jetzt, das spielen wir allerdings. Also, wir machen zuerst Mitglieder an. Das heißt, das Spiel wieder stellt. Mitglieder können jetzt joinen. Und hier ist der Teamcode gleich. Mitglieder anfragen. Mitgliederlobby jetzt. Und die nächste Nachricht. Ja, hier ist der Teamcode. Restlichen können gerne so joinen. So, wir spielen allerdings jetzt das Nani-Game. Der erste mit Frank-Mode darf Nani sein. Bekommt für zweimal helfen einen Punkt aufgeschrieben. Benji darf sein. Und ich bin die Nani. Let's go. Wurde schon angezeigt bei irgendjemandem? Nepan, okay. Wird eh angezeigt, nur das ist halt wirklich, ihr müsst halt wirklich auf öffentlich sein. Und es darf auch kein zweiter Account oder so sein, Panoki. Wenn es ein anderes Handy ist mit einem anderen Account, könnte es gehen, aber nicht selber. Mobiltelefon, das geht nicht. Ah ja, Big Game, Mont, lies mir eine Nachricht, die ist wichtig. Ja, wo hast du die Nachricht reingeschrieben, dass ich sie anpinnen kann? Mach dieselbe Nachricht wie vorhin, nur das mit dem Gewinnspiel dazu, bitte. Begann. Ey, mach das bitte jetzt. Link in der Beschreibung, könnt den Discord-Server joinen. Aber ja, mein Stream ist verzögert. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt wirklich an der Werbung. Ah, brauch hier der Premium. Stimmt, schreibt rein, wenn es angezeigt wird. Mann. Okay. Naja, stimmt. Barbos sind ja dazukommen. Ey, Dankeschön, Leute. Wie gesagt, jedes Abo, was angezeigt wird, kann 5x10 Euro gewinnen. Also es gibt sicher irgendeinen, der noch einmal das schafft, 2x10 Euro zu gewinnen. So viele Maßen wie der hat. Andesi, du musst ein bisschen schneller sein. Tut mir leid. Also du bist da zu langsam, haltest die Partien auf, nicht schlafen. Oh, Schneeki, Schneeki, warum bleibst du nicht bei ihm? Dann hätte ich mir einen leckeren Double Kill gehabt, hätte mich gefreut und das wäre dann nice. Och, Digga, schau nicht mehr hin und kill jemanden. Ja, schade an Panoki. Schade an Pancake. Oh, Speedy. Das war so offensichtlich, dass ich auf dich gehe. Vor allem, wie du dich gezeigt hast. Oh, Patrick. Und da will einer die Cubes einsammeln. Ja, aber es ist schon aus. Es ist aus. Big M gewinnt. Big M, schreib jetzt die Nachricht, ey. Das ist heftig, der schreibt die Nachricht nicht. Euro Tour? Jeder kann bei 100 Euro Tour mitmachen. Digga, kannst du nicht Turnier schreiben? Begam, du machst mich da heftig. Na, also, das ist, Digga. Kann man das nicht richtig schreiben? Bei jedem neuen Abo wird 10 Euro mehr am Ende des Tour wird es verlost. Kommt. Nikolas, GG. Wie gesagt, Leute, alle Abonnenten, die im Stream angezeigt werden, haben die Chance, 5x10 Euro zu gewinnen. Nikolas ist der Nächste, der auf die Liste kommt. Ey, danke. Und bitte mach da so und anders. Tour heißt Turnier. Kannst du bitte Turnier schreiben? Ich glaube nicht, dass die heutige Jugend das weiß. Also wenn es nicht mal ich weiß. Also bitte, beginn. Mach das so. Mach die Nachricht einfach so, dass jedes neue Abo, was im Stream angezeigt wird, hat die Chance, 5x10 Euro zu gewinnen.
Es ist aktuell 100 Euro Preisgeldturnier am Start und Discord verlinken. Mehrere brauchst du nicht, das reicht schon. Das wäre nice. Wann neue Lobby? Jetzt ist die erste Runde, in der zweiten Runde gibt es eine neue Lobby. Jetzt habe ich einen Gewinner, BGM war das. Aufgeschrieben. Habe ich ihn aufgeschrieben? Ja. Habe ich aufgeschrieben. Also BGM, jetzt komm jetzt. Jedes Abo wird 10 Euro mehr und am Ende des Turniers wird es verlost. Kannst du bitte einen deutschen Satz draus machen, dann passt das, BGM. Jedes neue Abo, was im Stream angezeigt wird, kann 5x 10 Euro gewinnen. So, bitte reinschreiben. Das wäre super. Du bist nicht der einzige Mod am Start. Bitte, bitte, danke, danke. Das wäre wichtig, BGM. Du stehst eh nur rum. Also von dem her passt das eh. Benji, bitte schau, dass ich dich immer sehen kann. Dann hätte ich dich nicht unabsichtlich und kill dich. Okay, interessant. Geh durch zu den Healing-Dinger. Okay, heftig. Da dodgen alle. Interessant. Snake erwischt nass. Oh, Panuki. Das war's mit Panuki. Und mit Frank. Schade. Das heißt. Ich werde killen. Oder doch nicht. Warte, ich will meine Ulti aufladen. Okay, jetzt habe ich ihn gekillt. Naja, egal. Der Sieger ist... Wo haben wir den Sieger? Giannis! Giannis gewinnt, GG. Bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Hallo, Jakob, was geht? Willkommen im Stream, Jakob Sommer. Patrick, Bro, ja, was geht? Monte, lad mich gleich an. Wieso? Ich nehme an, Mitglieder nehme ich an. Jetzt kommt die Zuschauerlobby. Der erste mit Frank Emote bekommt für zweimal helfen Punkt aufgeschrieben. Nani geben. Hier ist der Teamcode. Und wir werden gleich den vorigen Gewinner, also nicht Gewinner, sondern den Teamcode aufschreiben. BGM, hast du jetzt die Nachricht? Ganz normal so aufschreiben. Jedes Abonnent, was im Stream angezeigt wird, hat die Chance 5x 10 Euro zu gewinnen. Und meine Katze will vom Fenster ran. Interessant, ich habe das Fenster nämlich zumachen müssen, wegen die Käfer. Ah, komm wieder rein. Oh, mit so Katze. Schaut da durch die zwei PCs, ganz mit einem kleinen Spalt einfach durch. So, ist so lang. Dann tu es löschen. Dann tu es komplett löschen und schreib hin, jedes neue Abonnent, was im Stream angezeigt wird, hat die Chance, 5x 10 Euro zu gewinnen und dann mein Discord verlinken. Fertig. Ja. Oder hat die Chance, 5x 10 Euro zu gewinnen. Also jedes Abonnent, was im Stream angezeigt wird, wird auf die Liste geschrieben, wo man 5x 10 Euro geben kann. Schreibt das einfach schön in einen schönen Satz zusammen, dann Discord und fertig. Das passt. Wird bei mir nicht angezeigt, musst du auf öffentlich gehen, Florian. Also deine Abos musst du auf öffentlich stellen, sonst wirst du nicht angezeigt. Das ist, ja, ist leider so. Also Benji hat der vorher Helfer gemacht, bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Wo haben wir Benji? Und wer ist der erste mit Frank Mode? Das ist wieder Benji.
Nein, Panuki. Panuki darf jetzt Frank sein, also ihr nehmt wieder einen Brawler Bali. Meine Katze will vielleicht raus. Okay, dann lasse ich sie raus. Ach, Digga. Mensch. Ich komme hier perfekt zur Runde. Mega nice. Tut meine Kamera nicht hier fokussieren? Ja, also man sieht nichts im Stream. Soll passen. Ja, genau die Nachricht passt. Also Leute, die Nachricht von Big M könnt ihr euch merken. Die zählt und wirklich, ja, müsst ihr halt nur schauen, dass ihr auch veröffentlicht seid. Habt ihr wirklich die Chance. Puh, Jamran, schade, dass dein Versteck so schnell aufgeflogen ist. Epanoki einfach als Helfer. Und wir haben die 10.230 Abos geknackt, ey. Dankeschön. Wie kann man auf öffentlich machen? Ich glaube, ihr müsst auf Kanal gehen, Kanal bearbeiten und dann Abos auf öffentlich stellen. Also Abos als öffentlich einstellen. Irgendwie sowas ist. Oder Abos als öffentlich. Irgendwas sowas. So etwas steht. Ich weiß nicht, ob noch irgendein Wort dazu kommt oder so, aber sowas ist es. In der Art zumindest. Ihr habt ja gesehen, Abos werden ja angezeigt, weil wir hätten ja vorher nicht den Dings, den Nicolas aufschreiben können. Allerdings müsst ihr hin und wieder aktiv sein. Ich werde das ankündigen, wo ich die Verlosung dann mache. Werde ich morgen machen wahrscheinlich. Morgen im Stream werde ich die Verlosung machen. Könnt ihr euch merken, müsst ihr halt anwesend sein. Ja. Und das geht halt nur mit Hashtag eurem Brawlstars Namen, wo ihr euch bewerben könnt. Damit ich wirklich weiß, dass ihr die echten seid und keine Fake-Accounts oder irgendwie sowas, alles um dann. Ja. Benji gewinnt. Ja, Benji hat schon mal einen Punkt und hat sogar die Chance, noch einen Punkt zu gewinnen. Auf dieses Stift. Ja, klick super, schreibt sie ran. So ist das für die neuen Abonnenten auf jeden Fall. Monte, jeder, der da im Stream kann, gewinnen, oder? Beim Turnier, ja. Da kann jeder gewinnen. Stimmt. Spaghetti. Spaghetti, hier ist meine Idee. Du musst mich adden. Ich werde immer schauen, dass ich welche lösche. Und du musst den Brawl Stars Namen reinschreiben. Mach den Screenshot davon, gib ihn ein. Auf süß. Und dann add mich. Weil bis ich da euch geaddet habe, ist da... keine Ahnung. Ey, bitte sag mir, das war 2 Runden. Das war nur eine Runde. Mein Beileid. Tut mir leid. Da machen wir direkt noch. Ach, Digga. Ich hab gedacht, das wären 2 Runden. Dann machen wir noch eine Zuschauerlobby. Und wir spielen nochmal das Nani-Game. Tut mir leid. Schade. Hier ist der Teamcode. Der erste mit Frank-Mode darf wieder Frank sein und bekommt einen Punkt für Selfer sein. Ja, Panuki bekommt jetzt 2 Mal. Ja, bekommt es halt. Ja, Panuki. Panuki darf wieder. Nein, Benji Safer. Benji Safer. Let's go. Jeder nimmt den Brawler Bali. Und niemand anhitten, niemanden killen. Cubes können mir und den Frank. Benji ist Frank. Bekommt einen Punkt aufgeschrieben wieder. Weil er das schnellste ist. Er ist halt Speedy Gonzales höchstpersönlich. Und by the way, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like auf dem Stream da. Und an Matt Hitzka. Die muss ich schon aufschreiben. Komischer Name. Matt Hitzka. Und Emen. Dankeschön für eure Abos. Kommt auf die Liste. Kommt noch ein Abo, was angezeigt wird. Es dauert halt ein paar Minuten. Und Joe. Dankeschön für ein Abo. Kommt auch auf die Liste. Mega nice.
Ey, wenn jetzt noch ein Abo kommt. Okay. Drei. Oh, Pero Peri. Pero Peri kommt auf die Liste. Danke, danke für die Abos. Und die, die halt angezeigt werden, haben die Chance, 5x10 Euro zu gewinnen, Leute. Boah, let's go, Benji, sammle die anderen an. Bin ich im Brawl Stars Studio beim Anfragen? Oh, weiß ich nicht. Ey, Gadgets sind verboten, wie gesagt. Oh, big. Ein big M. Oh, ja, yeah, ein Double Kill. Big M und Panuki hier gleich am Start. Mega nice. Und Merko gehen wir wieder. Null. Oh, Digga, Benji. Schade. Egal, Leute. Das heißt, wir werden das so machen. Ist eine spezielle Runde. Und zwar, sobald ich tot bin, gibt es ein 1 vs 1 vs 1 vs 1. Und ja, dabei könnt ihr Clips einsammeln. Und ihr dürft erst mit Gadgets und herumschießen, sobald ich tot bin. Wenn es jemand davor macht, dann wird er gebannt. Also wirklich, dürft ihr nicht davor schießen. Erst sobald ich tot bin, dürft ihr herumschießen. Dann gewinnt der, der am längsten überlebt. Also der Gewinner dann. Und es geht los! Aber ich will anderen Modus zuschauen. Anderen Modus. 10 Euro Verlosung. Morgen beginnt die 10 Euro Verlosung. Morgen. Boah. Das ist süß, ey. Wie alle gegeneinander so spielen. In dem. Ja, wird die Sohn machen. Ich glaube, das wird die Sohn regeln. Boah, Giannis wird sterben. Obwohl, nein, er hat ja Healing Gadget. Puh, das ist kritisch. Der schwarze Mann, der tut da campen. Mal schauen, ob er das darüber bringt. Monte, lass mich gleich rein. Muss eine Anfrage schicken. Boah, und jetzt stoppt er ab. Aber er schafft es nicht. Weil Klicks, super. Jetzt müssen wir wieder zur Dingsliste, Turnierliste gehen. Klicks, super. Zu stark ist. Bekommen einen Punkt aufgeschrieben. GG. Pero Peri, die ist morgen. Die morgen ist die 5x10 Euro Verlosung. Muss morgen am Start sein. Also, ja. Ja. Eine Runde haben wir gesagt. Testspiel wird erstellt. Ich muss Dings ausmachen und jetzt ist die Mitgliederrunde dran. Wir spielen allerdings das Rosa Game. Rosa Game ist jetzt am Start. Moin, hab abonniert. Wenn du veröffentlicht bist, dann wirst du im Stream angezeigt und kommst auf die 5x10 Euro Gewinnspielliste. Kommen alle Abonnenten drauf, alle neuen. Und morgen ist dann das die Verlosung. Deswegen morgen müsst ihr dabei sein, wenn ihr aufgeschrieben wurdet, dass neue Abonnenten im Stream angezeigt wurden. Und Monte, kannst du wegmachen, dass ich das immer. Das nervt so. Ja, aber dann kann ich den Chat nicht mehr so gut lesen. Weißt, wenn jemand rein spammt. Okay. Das war jetzt der Mitglieder-Lobby. Also, wie funktioniert das? Mein Team nimmt Rosa, sonst nimmt jeder einen Brawler Barley und das erste Team, nur das schnellste Team, was bei den grünen Healing Pads ist, bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Wenn es kein Bali-Team schafft, bekommt die Rosa einen Punkt aufgeschrieben. Gadgets und so sind tabu. Dürfen nur die Rosas machen. Hab abonniert. Ey, wirklich danke. Leute, bis jemand angezeigt wird im Stream, da seht ihr schon, Pyro Forever wurde schon angezeigt. Manchmal dauert es, ist nicht so lang, manchmal länger. Jetzt muss ich den Stream stoppen, weil der Name ziemlich lang ist. Pyro Forever Underline 24. Mal schauen, ob da noch. Und alle Traps bitte wie abonnieren. Grüße gehen raus an dich. Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ehre und. Darf ich Freundschaftsanfrage? Ja.
werden wir gleich so machen. Hier ist meine ID, darfst du mich adden, bitte deinen Brawl Stars Namen hineinschreiben. Dann kommst du auch in die NFL. Okay, es wird kein neues Abonnent angezeigt. Also halt, wie gesagt, ihr müsst auf öffentlich sein, abonnieren und dann habt ihr die Chance 5x10 Euro zu gewinnen, wenn ihr aufgeschrieben werdet. Hast du mich aufgeschrieben? Mitglied ist da. Spaghetti. Du musst reinschreiben, wie du im Brawl Stars heißt. Schreib rein, wie du im Brawl Stars heißt. Florian. Ich muss sonst löschen da. Ich schick da unnötig Anfragen. Ich heiße Florian. Okay, du bist aber kein Mitglied. Du hast mich abgelehnt. Ja, wie heißt du im Brawl Stars? 38G. Okay. Du musst reinschreiben, wie du im Brawl Stars heißt. Kann ich nicht adden. Gut, Shadu kann ich annehmen. Gut, Shadu, bitte adden. Dann kann ich dich annehmen. Und der andere heißt All Traps, okay? Gut, Shadu und All Traps, bitte adden. Ja, kann ich euch nur später annehmen. Aber merke ich mir. Ihr müsst halt reinschreiben. Und wie gesagt, nur Panuki darf Rosa nehmen. Ihr nehmt alle einen Brawler Barley. Ganz wichtig. Warum lehnst du ab? Habe ich nicht. Gut, Shadow und All Traps. Musst adden. Gut, Shadow nehme ich an. Und All Traps muss noch adden. Perfekt, ja. Jetzt hat der Bali genommen. Nice begin, wichtig. Oh, let's go. Also wie gesagt, nur das erste Team. Komische Schrift. Ja, Florian, du bist ja kein Mitglied, deswegen kann ich dich nicht adden. Das kann ich leider nicht machen. Hey Dings, schau, rote Healing Pad. Mann, da kommt jetzt jemand drüber. Boah, Gott sei Dank ist er zu spät dran. Boah, wieder zu spät dran. Ey, was macht der Typ? Aber sie schaffen es trotzdem nicht, beide nicht über der Linie. Ey, Dings ist verboten. Gadget, also wie unnötig war das? Ich weiß nicht, wer das jetzt war. Will ich mir auch gar nicht anschauen. Unnötig, wenn das nochmal vorkommt, dann bei derselben Person, jemand schreibt rein, das war dieselbe, dann war's das. Ey, Panuki kommen und wir schaffen das sogar. King gibt auf, oh mein Gott, und Jonova hat das so schlecht gemacht. Und er war nicht drüben. Schade, Marmelade. Schade an dem Brä. Panuki, wir gewinnen. Nicht? Da ist jemand drüben. Warum ist Panuki Dings gegangen? Was war da jetzt los? Der King schafft's. Okay, ich hab dachte schon aus, hä? Was hat Dings jetzt gemacht, Panuki? Hä? Was war da jetzt los? Schau mal Wiederholung an. Weil das geht gar nicht. Wir waren drin. Ja, schau ich mir an. Schau ich mir natürlich an. Also die beiden waren nicht drinnen. Das ist nice. Ah, Snake, schauen wir uns an. Es muss halt wirklich voller Umfang sein, dass er das grüne Ding nicht mehr berührt, die grüne Linie. Der Snake. Nein, war nicht drüben, sein roter Umfang hat noch die Linie berührt, zählt nicht, ihr müsst wirklich ganz drüber sein, aber King ist er, wie hat's King geschafft? Aha, er ist da gegangen. Panuk ist weggejumpt, das ist so deshalb, ich dachte, ich bin runtergegangen. Also der King und Benji bekommen Punkt aufgeschrieben. Benji und der King, ihr müsst wirklich eindeutig über der Linie drüber sein, mit vollem Umfang.
Das ist so wie beim Fußball, dass der Ball ganz über der Linie misst. Es darf nicht mal irgendein Spitzel die Linie von oben so gerade in einer Linie runter berühren. Deswegen muss wirklich bei mir eindeutig sein. Benji und der King bekommen Punkt aufgeschrieben. GG. Aber Snake hat 500 Leben bekommen. Ja, allein das ist schon. Ach, voller Umfang. Genau, Lese, voller Umfang. Weiß Bescheid. Ey, und an alle, die neu im Stream sind, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr auf öffentlich seid, werdet im Stream angezeigt und werdet dann aufgeschrieben auf meine 5x10 Euro Gewinnspielliste, wo ihr gewinnen könnt. Und ja, deswegen, ihr wisst Bescheid. Jetzt kommt die zweite Runde. Abstimmung, Snake. Digga, allein du hast Gadget-Heal bekommen oder so von deinem Mate. Also das war allein schon unfair. Allerdings dauert es ein paar Minuten, bis er angezeigt werdet. Monte, bitte Team switchen. Nee, es gibt kein Team switchen. Was redest du, Big Game? Warum soll ich Team switchen? Dann hast du halt Pech gehabt, wenn du einen schlechten Team bist. Kannst du verlassen oder das Beste draus machen? Jetzt wird mein Elgato, jetzt geht mein Elgato nicht mehr. Oh mein Gott. Digga. Big Game gewinnt. GG. Ich will FL Hauptmitglied. Ja, kommst du auch gerne. Ich regel eh alles. Big M gewinnt. Sonst kann sich der Rest killen lassen. Ach, killen. Aus ist mega nice. Big M und Gabe gewinnt. Big M bekommt einen Punkt aufgeschrieben. Und Gabe ist ein neuer Gabe mit den Punkten. Also schauen wir, ob er jetzt geaddet hat. Ne, hat er nicht. Du musst mich adden. Ganz wichtig, hier meine ID. Musst du mich adden. Wenn du mich nicht addest, kann ich dich nicht als FL nehmen. All Trap und du musst deinen Brawl Stars Namen. 8 Crow hast du. Okay, dann nehme ich natürlich an, wenn ich einen 8 Crow da finde. So, neue Lobby, neues Glück und zwar Teamcode jetzt. Ja, also wir spielen jetzt das gute rosa Game nicht mehr. Wir machen jetzt mit 8-Bit Run weiter und ihr nehmt allen Brawler 8-Bit, danach wird es ein Mitglied-Lobby gehen mit 8-Bit und danach gibt es wieder Showdown. Ja. Was geht, bin jetzt auch am Start. Fake Bro, mega nice, willkommen im Stream. Also, wie funktioniert 8-Bit Run? Jeder von euch nimmt einen Brawler 8-Bit. Wer am längsten überlebt, der gewinnt. Dürft niemanden anhitten, niemanden killen, keine Gadgets machen. Ey, und schaut euch das einmal an. Eins in den Chat, wenn ihr von meinen Rang 35 Power 9 8-Bit geflasht hat. Eins in Chat. By the way, jetzt wirklich 1 reinschauen. Also da könnt ihr nur punkten. Niki 1. Geh mal. Da kommen die 1. Warum wird mein Abo nicht angezeigt? Weil du nicht auf öffentlich bist. Eins. Ich sehe nur 1 im Chat. Boah, ey, Dankeschön, Leute. Wirklich, Klick super. Benji, eSports. Panuki, All Traps, Dankeschön für die ganzen Einser. Und ja, nehme ich mein 8-Bit. Und wie wird das noch ablaufen? Wer es schafft, den Cube am Schluss zu bekommen, bekommt sogar 3 Punkte. Das ist nämlich das Ende von dem Game. Euer Roboter, schalten wir aus. Ansonsten kann ich die Map nicht mehr bearbeiten. Das ist wirklich heftig. Ja, Roboter sind halt auch drinnen, die spawnen.
It Crew, habt ich gerettet. Mega nice. Also wie gesagt, alle neuen Mitglieder kommen natürlich in die FL. Monty, warum habe ich mehr Bart als du? Ich habe eh einen krassen Bart hier unten. Und da auch. Also. Habe ich hier. Aber Nagato, wie alt bist du? Also da habe ich jetzt das seitlich nicht so viel Bart. Ey, und dann werde ich genau jetzt erwischt. Mann. Hakuna Matata. Die Runde werde ich noch gewinnen. Ihr werdet alle schauen. Hakuna Matata. Ich habe Glick super schon überholt. Mega nice. Jetzt kommt Benji als nächstes dran. Och, Digga, warum schaffe ich es? Bitte. Och, bitte schaffe ich es rüber. Digga, was ist das für ein Scheiß? Digga, wie viel Pech habe ich immer? Dann sterbe ich halt. Ey, wieso habe ich immer so viel Pech, dass ich genauso in den Teleporter gehe? Danke, hätte ich so noch geschafft. Irgendwann reicht das einmal. Bin neu, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Jedes neue Abonnent hat die Chance, 5x 10 Euro zu gewinnen, wenn ihr im Stream angezeigt werdet. Müsst auf öffentlich sein. Dauert manchmal ein paar Minuten und ja. Morgen, also morgen im Stream, Dynamo, morgen im Stream werde ich es euch live zeigen. Damit dann nichts irgendwie sagt, ist verpfuscht. Nee. Dario hat geschossen, dann wird Dario gebannt, wenn das noch jemand reinschreibt, Wertwerk. Stimmt das? Hat Dario geschossen? An die anderen? Dankeschön, Robert. Ehre. Kuss geht raus. Ich kann nicht mehr zuschauen. Warum kann ich nicht zuschauen? Hä? Das ist der nächste Bug von Supercell. Warum machen die das nicht? Fake Knee. Dario hat geschossen, aber wir wären eh dead. Okay, Big M. Also an Dario, wenn das nochmal vorkommt, muss ich dich bannen. Auch wenn ihr eh dead seid, dann musst du wirklich komplett schon raus sein. Also es darf nicht knapp sein. Ich will da keine Beschwerden im Stream haben. Ja. Wann ist die Verlosung? Ach, Digga, ich kann es nicht mehr sagen. Ich lese euch das nicht mehr vor. Soll der Chat beantworten, weil ich habe so oft gesagt, dass so wie jedem Chat was. Benji hat am längsten überlebt. Hat jemand geschafft, den Club zu beringen, weil sonst kriegt Benji den Punkt. GG an Benji. Zweite Runde. Und let's go. Ehrenmann bist du. Dankeschön. Benji ist unverdient. Warum? Nee, hat niemand. Aufs Pad. Lol, als ob. Heute, nee, morgen ist die Verlosung fake, Bro. So, jetzt werde ich mich mal konzentrieren. Hab da keinen Bock, wegen euch zu sterben. Dario wäre so oder so gestorben, also von dem her. Wann ist Finale Crazy Monty? Nächste Woche. Nächstes Wochenende. Also genau in 7 Tagen wahrscheinlich. Nächsten Samstag ist Finale. Denke ich mal. Freitag oder Samstag. Oh ja, und der darf schießen, oder was, also, wer, yeah, wie Dario sich jetzt aufregt.
Ich habe nur geschossen, weil du vorher auch geschossen hast. Damit du siehst, wie es ist. Ich meine, du wärst auch so tot gewesen, aber trotzdem, das ist, wie es ist. Ich habe ja nur geschossen, weil du da bist und ich kann nicht zuschauen. Ich kann diese Runde nicht zuschauen, das nervt mich. Deswegen wechseln wir auf 8-Bit Game weg. Wir werden jetzt Showdown spielen. Weil irgendwann reicht es mir auch. Also dann müsst ihr Leute, das ist. Also wenn ich dann nicht mal mehr zuschauen kann, das ist. Ja, und jetzt kommt's auf einmal. Ja, wer wird gewinnen? Panuki oder Benji? Bin ich gespannt. Wer hat gewonnen? Monte macht Skin Contest. 2 mit Abstand. Okay. Ja. Benji gewinnt. War klar, dass Panuki nichts reißen wird. Ey Leute, und wir machen eine neue Lobby. Testspiel wird erstellt. Wir spielen wieder Showdown. Und zwar hier. Sturmebenen. Und da könnt ihr mitspielen. Gabe wird eingeladen. 8 Crew auch. Sind neue Mitglieder. Ansonsten über den Teamcode joinen und danach gibt es eh eine Mitgliederlobby. Aber die erschaffen schauen wir nicht rein in normalen. Machen wir jetzt mal so. Und Leute, ich komme gleich wieder. Ich hole noch schnell was. Gleich komme ich wieder. So, wer als erstes im Chat das Richtige reinschreibt, was das ist, was ich in meiner Hand halte, der bekommt einen Punkt auf die Turnierliste. Was ist das? Fake Bro, Dürüm. Ja, war als erstes. GG. Bekommt einen Punkt. Jonas war erst vor 24 Stunden zuletzt online. Ich glaube, der Mann hat Urlaub genommen. Hm.
Der Mann ist im Urlaub. Ja, was habe ich für ein Telefake-Board geschrieben, als ich es noch nicht mal gehört habe? Was? Das ist crazy. Ja, also, ich sage euch wieder drei Brawler, die ihr nehmen dürft. Und zwar ist das Shelly, Surge und Bull. Shelly, Surge und Bull auf dieser Map. Und ich wünsche euch allen viel Glück. Ich habe Durst. Ey, meine Gato entbindet sich immer, wenn ich mein Handy weglege. Und wer als erstes reinschreibt, was das für ein Eistee ist, bekommt 2 Punkte auf die Turnierliste. Aber ihr müsst reinschreiben, was es genau ist. Pfirsich. Es fehlt noch was, will ich nur sagen. Es fehlt noch was. Ciro Pfirsich. Gigi an Panuki. Es ist ein Ciro Pfirsich. Panuki bekommt sogar 2 Punkte. Ja, und ja, macht ready. Easy, Panuki. True. Gut gemacht. Ja, der Mann ist gut. Panuki und Fake Bro. Die habe ich unterschätzt. Schade an Mercho Gamer, kann man nichts machen. Wie ich einfach die ganze Lobby durchnehme. Leute, ich habe einen Dürüm geholt. Und steck ihn gerade in euch durch. Jetzt habe ich keine Gadgets mehr. Ich kann da nichts machen, weil ich keine Gadgets mehr habe. Mann, wegen euch. Normalerweise reichen 3 Gadgets mit Shady. Aber wegen euch reichen die natürlich nicht. Mann, jetzt habe ich verloren. Jetzt kann ich aus der Zone gehen. Was soll ich ohne Gadget machen? 2 Searches gehen auf mich. Digga, wegen euch! So ist es richtig, ja. Also ohne Dings, Gadget kann ich mit Shelly nichts machen, leider. Gar nichts. Vor allem, wenn die dann teamen gegen mich. Ja, passiert. Aber es freut mich. Jetzt erstmal Dürüm auf euren Nacken gönnen. Ach, Digga, doch nicht. Sonst könnt ihr nicht zuschauen. Das heißt, ich kann nur mit deiner Hand essen. Packen wir aus. Boah, ist der fettig. Horsebus Quiz teilnehmen. Als ob begann. Fake Pro gewinnt. Fake Pro kriegt den Punkt aufgeschrieben. GG an Fake Pro. Mega nice. Bro, kommst du gerade? Ja, Mann. Komplett. Also, jetzt dürft ihr euch einen Brawler wieder zwischen. Shelly nehme ich nicht mehr, weil ich mache da so viele Kills, dass ich keine Gadgets mehr übrig habe. Ihr dürft einen Brawler zwischen El Primo, Maisy und Bibi aussuchen. Ich nehme El Primo und mal sehen, wie weit ich kommen werde. Hörfi. Es müssen 2 Leute sein fürs Quiz. Wie machst du ein Quiz, Began? Und an alle neuen Zuschauer im Stream. Ganz wichtig, wenn ihr ein Abo da lässt und auf öffentlich seid, werdet im Stream angezeigt. Plus, ich schreibe euch auf meine 5x10 Euro Gewinnspielliste auf. Und da könnt ihr dann gewinnen. Und ja, also, wisst Bescheid, gerne ein Abo da lassen. Würde mich auch mega supporten. Und ja, der Faking Patrick. Ja, ja.
Hi Silvan, was geht? Oh, ich bin Birnen gefangen. Was bist du? Was bist du, Nagato? Ey, warum streamt eigentlich heute niemand Brawl Stars? Niemand, wirklich niemand. Gerade mal Landi über den ganzen Tag streamt er. Aber ansonsten streamt niemand Brawl Stars, sagt er. Brawl Stars Live-Thema existiert nicht. Muss weg. Heftig. Patrick, weißt du, was du für Lira bekommst? Permanenten Bann oder was? Denn warum habe ich die zwei Boxen nicht genommen? Bin ich blöd? Ihr den nicht gesandwicht. Niemand von euch. Ich will nur meine Ulti farmen, bin ich ehrlich. Was? Er hat mich gekillt, obwohl er mich nicht mal getroffen hat. Crazy. In der Luft einfach. Mit dem Knockbett. Das ist heftig. Oder mein Handy hat sich halber aufgehängt, das kann auch sein. Da campen sie alle in den Büschen. Ja, okay, Meiße ist aber nicht so eine gute Wahl auf der Map, bin ich ehrlich. Ich glaube, das wird Benji gewinnen, El Primus werden das schaffen. Patrick, der Verlierer, bekommt Timeout, aber muss überlegen, wie lang? Nein, er hat Brawl Stars Quiz verloren und bekommt Timeout. Stimmt, da ist niemand online fast, Brawl Stars. Heftig. Heute ist ein Tag der freien Wildbahn. True. Bro will unbedingt Raid. True Nagato. Es wäre wirklich schmackhaft ein Raid, bin ich ehrlich. Aber es ist leider niemand online, dass der mich raiden könnte. Aber so läuft sie auch. Bin ich ehrlich. Am Anfang des Streams hatten wir. Wir haben in diesem Stream schon 21 oder 22 Abos gemacht. Ey, wirklich Dankeschön dafür. Dass so weitergeht immer. Das ist mega nice. Wie sehe ich meine Facecam im Hintergrund? Greenscreen kann man ein bisschen besser einstellen, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht wie, aber muss ich mir irgendwas anschauen. Ja, Gewinner bekommt auf jeden Fall einen Punkt aufgeschrieben. Benji ist das. Ich hab auf Benji getippt. Ich hab's euch gesagt. Also Benji ist es. Zuschauerlobby, ja. 10 Minuten für erste Quiz. Jo. Jo. Zuschauerlobby. Machen wir jetzt, stimmt. Das heißt, Dings ist an. Verlassen wir. Testspiel wieder erstellt.
Und wir spielen dann. Oder? Ja, Zuschauerlobby, okay. Hier ist der Teamcode, könnt ihr jetzt joinen, let's go. Was sind das für Regeln? Big Games Regeln. Boah, sind doch nur Mods vom Kandidaten. Fake Bro, willst Test? Fake Bro, ja? Panuki, du mal Fake Bro Tamaten. Zeige mal deine Macht. So, Brawler dürft ihr euch aussuchen zwischen nur Edgar, only Edgar, let's go. Wir spielen auf alles oder nichts. Da bin ich gespannt. Only Edgar. Fake Bro wurde von Panuki getamortet. Tja, jetzt sehen wir nicht mehr. Hier eine Minute in die Ecke mit dir. Oh, Fake Bro. Schade, er kassiert von Panuki. Ich glaube, Panuki realisiert nicht, was gerade passiert. Bin ich ehrlich, ich glaube, der Mann ist am Ende. Schade, dass niemand wirklich online ist. Egal wer, irgendein größerer YouTuber, der jemanden raiden könnte. Das fehlt wieder. Aber, wie gesagt schon vorher, es läuft ganz gut. Die Abos kommen auch von allein, nur es wäre halt noch mehr halt Stütze. Freut sich natürlich jeder. Oh, Digga. Geh halt noch mehr auf mich, Benji. Geh halt noch mehr auf mich. Geht gleich ganze mehr auf mich oder was? Digga, ganze Map geht auf mich. Worum sind alle bei mir und alle gehen auf mich? Es ist immer so. Es ist Wahnsinn. Egal wie gut ich spiele. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe so strong gespielt. Keine Chance. So, Moin Mont, da habe ich mich gestern angebrochen. Mein Ballad. Hoffentlich wächst er schnell wieder an. Ganz, falls er einen Durchbruch hat. Wenn er nur angebrochen ist, dann geht das eh relativ so schneller. Ist nicht ganz so schlimm wie ein Durchbruch. Und ist eine letzte Nachricht. Hier eine Minute in die Ecke mit dir. Okay, das war die Nachricht. Okay. Hey, bist du morgen live? Morgen bin ich auch live, ja Leute. Morgen bin ich live. Moin Monty, moin, ich liebe Schlangen. Was geht? Willkommen im Stream. Jo, Mr. Ananas-Typ. Jo, der wird das gewinnen. Keine Ahnung, wie er so viele Punkte farmen konnte, aber das ist wirklich heftig. Hey Leute, kannst mich grüßen, Silvian, Grüße raus an dich. Also Leute, merkt euch, ich bin morgen live. Punkt bekommt der Dings aufgeschrieben jetzt. Mr. Ananas-Typ. Der, was für ein Name. GG. Punkt. GG. Und Leute, Grüße raus an dich natürlich, ja.
Dadurch, dass ich heute Abend, es ist 22 Uhr, noch was vorhab, waren eh jetzt da über eineinhalb Stunden live, werden wir jetzt noch ein Raid starten. Also, hier geht gern über den Link rüber, Hashtag CrazyMontyArmy rein spammen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ich bin morgen auch live. Ich werde auch zum Link rüber gehen und mal sehen, wer da Hashtag CrazyMontyArmy reinschreibt. Auf Ehre, also wirklich, geht drüber, macht das, haut rein und ciao, ciao, Leute. Danke für den Support.